So, liebe Leute, welcome back in GTA Online. Heute mal eine kleine Special-Folge. Ich war gerade ganz gemütlich beim Frank und beim Georg und wir haben so ein Bierchen gezischt. Und da ist uns was aufgefallen. Und zwar folgendes. Ich muss mal gerade mich hier passiv stellen, damit mich hier keiner über den Haufen schießt. So. Pass mal auf. Und zwar hier was ganz Geiles. Und zwar Kohle ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es geht. Ich weiß auch nicht, ob das als Exploit zählt. Ich möchte es natürlich mal vom Vorfeld gleich mal erwähnen, mit Vorsicht zu genießen. Denn es ist relativ einfach und relativ schnell Geld zu verdienen. Und zwar geht ihr unter Start, unter Online, dann geht ihr weiter auf Spielelisten, da geht ihr rein und dann habt ihr die Möglichkeit Herausforderungen. Herausforderungen, dies ist die aktuelle Liste aller Herausforderungen, die du momentan auswählen kannst. Die wurden von Rockstar oder Mitgliedern anderer Crews erstellt. So, und da gibt es hier eine Herausforderung, die nennt sich Fast Tracer. Und da gibt es hier von dem guten Crewname ist Devs Rejects MC, Wetteinsatz 512, richtig? Oder ein und doch, $512,000. Gesamtzeit 2:15. Und ich würde das Ganze mal, hier gibt es noch ein paar mehr, hier gehen wir mal hier rein, hier gibt es noch Devs Rejects MC, Crewname. Wir haben auch vorhin gesehen, hier Painkiller zum Beispiel, 210.000. 510.000 Painkillers, Gesamtzeit 2:15. Passt mal auf, jetzt gehen wir mal hier rein. Und ich versuche das mal so, wie wir das eben bei Frank und Georg zu Hause gemacht haben. Würde ich es ganz gerne mal probieren, ob das funktioniert. So. Ja, alles klar. Wir gehen mal direkt in die Geschichte rein. Das ist die Herausforderung. Wenn wir dieses Rennen gewinnen, können wir mit einem Schwung $512,000 einsacken. Und das natürlich relativ einfach, so wie wir es eben gesehen haben. Das war einmal hoch und runter rasen. Ratzfatz, fertig die Geschichte. So, okay, alles klar. Drive fast, down drag, strip and back. Renntyp Standard, Supersportwagen, eigene Fahrzeuge ein. Einstellungen bestätigen. Und jetzt lade ich mal eben den Frank ein, wenn er noch dazu kommt. Gucken wir doch mal. Oh, es sind eine ganze Menge Leute online. Sehr schön. Ich guck mal, ob das klappt. Und den Jarvis. Ich muss noch mein Headset noch dazu nehmen, meine Lieben. Jetzt müsst ihr mal aufpassen, was jetzt passiert. Das ist richtig spannend. Wie gesagt, ich habe es eben nur auf der anderen Konsole gesehen, bei den Jungs. Und nun wollte ich mal hier zu Hause auch probieren, ob das funktioniert. Wir nehmen nochmal den Annex mit. Ah, der ist zu niedrig. Das haben wir eben schon probiert. Der hat leider seinen Charakter gelöscht bekommen. Deswegen kann ich ihn nicht einladen. Okay, ja, die drei. Okay, sind alle beschäftigt. Dann zeige ich euch eben mal ganz fix selber, wie das hier zu gehen hat. Und zwar Einstellung bestätigen. Alles klar, Runden eine spielen. 2:15 war die Zeit. Ja, ich möchte alleine starten und 500 noch was 1000 der Wetteinsatz. Wenn das klappt, liebe Leute, können wir innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, aber anscheinend gehört es dazu. Ist also möglich. So, bereit zum Spielen? Dann gehe ich mal rein. Und dann gucke ich mal, ob das klappt. So, genau. Crew-Herausforderung, Gesamtzeit 2:15. Eben sah es relativ einfach aus und die Zeit war gut zu schlagen, um das Geld zu gewinnen. 2, 1. Okay, der Start war schon mal scheiße. Okay, dann fahren wir mal die Runde hier. Wie gesagt, 2:15 ist die vorgegebene Zeit. Und die Jungs eben haben es also relativ einfach geschafft. Er ist irgendwie 1:15 gefahren oder sowas. Also eine Minute schneller als eigentlich gewollt von der Strecke. So, da vorne geht es dann da lang. Kann man kurz gucken. Ich habe jetzt $716,000, dass ihr den nochmal seht. Wie viel Geld wir aktuell haben. Habe wieder viel ausgegeben. So. Und jetzt gibt es hier irgendwo diesen U-Turn. Da ist er. Dann einmal hier rum. Jetzt haben wir 40 Sekunden. Und jetzt die ganze Strecke nochmal zurück. Und ihr könnt schon ungefähr abschätzen, dass wir das von der Zeit her schaffen könnten. Schauen wir doch mal, ob das klappt. So, hier lang. Bisschen vorsichtig hier. Kurz ein bisschen gegengebremst. Damit man jetzt auch keinen Mist baut. Alles klar, wir sind ungefähr bei 1 Minute, meine Lieben. Ich weiß noch nicht genau, ob es klappt. Ich mache jetzt hier auch wirklich zum allerersten Mal den Selbstversuch und guck, ob es funktioniert. Wenn das funktioniert, na dann Prost Mahlzeit. Dann geht der Punk ab. Da vorne ist das Ziel. Wie ihr gesehen habt, $716,000. Alles klar. Ich bin Erster geworden. War jetzt nicht allzu schwer, diese 2:15 zu schlagen. 1:18 habe ich gebraucht. So, ein bisschen RP geht da oben drauf. Jetzt abwarten. So, jetzt kommt jetzt erstmal die Geschichte eigentlich. Schauen wir mal. Bin gespannt, ob es alleine auch funktioniert, wenn ich kein Geld habe. Bargeld, Wetten, alles klar. Und gefällt mir. Finde ich gut.
Alles klar, Auswahl, jo, jetzt können wir fortfahren. Das haben wir eben auch alles so gemacht, das war jetzt keine große Herausforderung. Die Geschichte, das Geld kommt nämlich erst jetzt rein. So war es bei den anderen Jungs auch. Jetzt zählt er noch ein bisschen runter und wartet noch, ob es jetzt weitergeht. Speed Racer, so. Crew-Herausforderung, Speed Racer von Bergen YouTube. Und da kommt das Bargeld, meine Lieben. 510.000, was zum Teufel ist das? Das ist so unbelievable. Ich find's cool, also wenn ihr es mal probieren wollt, macht diese Herausforderung unter Spielelisten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke mal, der ein oder andere sucht schon länger einen Weg, ein bisschen Geld zu verdienen, um sich dann all die schönen Sachen zu leisten in GTA Online. Ich denke mal, es ist nicht ganz so gewollt, wie es hier dargestellt ist, aber es funktioniert. Es ist nichts Schlimmes, finde ich. Also wir glitschen nicht, wir cheaten nicht, wir machen nichts Besonderes. Wir spielen das Spiel und kriegen halt Unmengen an Kohle. Die 510.000 kann ich gut gebrauchen. Da werden wir in Zukunft dann ein bisschen tunen gehen. Wenn euch das ein wenig geholfen hat, würde mich natürlich über ein Daumchen von euch freuen und über einen Kommentar, ob ihr das schon bereits kennt, ob das in euren Crews auch möglich ist oder nur in unserer Crew. Ja, und dann sagt mir mal Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt gucken wir noch kurz, wie das Geld auch ankommt, wenn wir nochmal reingehen, damit wir auch sehen, dass es wirklich auf dem Konto gelandet ist, bevor ich mich bei euch verabschiede oder von euch verabschiede. Meine Lieben, da draußen an den YouTube-Endgeräten. Ja. Gucken wir doch mal. Oh ja, da oben habe ich jetzt 539.000, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt Spaß in GTA Online und see you soon. Hier auf dem Kanälchen bei Van Bergen und seine Games. Ciao, ciao. Unglaublich.